Durst. Peter Schmidt, die zweite? Genau. Oder auch nicht. Ach, brauche ich im Moment nicht. So. Jede Menge. Also herzlich willkommen auf dem 258. Neuschwarmland-Treffen Berlin, ja. Deutsches Reich. Heute ist Freitag, der 12. Juli 2013. Ja, ich habe in der Überschrift jetzt mal was reingeschrieben. Die dritte Macht erwartet von euch, dass ihr sie erkennt. Ich denke, das ist selbstverständlich. Oder ihr euch mindestens das Wissen über sie dort abholt, wo es ist oder wo es jeweils ist. Nicht? Gut. Der Vortrag von Herrn Dr. Steuer über die neue einheitliche Feldtheorie haben Sie ja jetzt schon gehört. Ja, und ich habe auch einige Sachen noch vorzutragen. Also wir haben ja auf dem 257. Neuschwarmland-Treffen Herrn Sauer aus Hessen-Nassau gehabt hier zum Vortrag über die USS United States Kriegsgesetzgebung oder Gesetze namens SCHAF, dass die bis heute gültig sind, beziehungsweise über das Buch von Professor Karl Albrecht Schachtschneider über die deutsche Souveränität und wo der Schachtschneider irrt. Das war hochinteressant. Herr Sauer, der beschäftigt sich ja schon auch, glaube ich, seit über 10 Jahren mit den Themen rund um das Deutsche Reich und Rechtslage, Staatenrechtslage vor allen Dingen. Und ich habe hier versprochen, Nachlese. Also zum einen sage ich, dass die Videoaufnahme von diesem Treffen wahrscheinlich zum nächsten Mal dann vorliegt. Und dann kann sich jeder das mitnehmen. Das ist vielleicht für die Leute interessant, die nicht persönlich dabei waren. Ja, und die Daten-DVD ist ja, oder CD ist das ja wohl, von dem Treffen habe ich auch noch hier. Nicht? Also gegen eine kleine Spende kann das dann auch mitgenommen werden für die, die beim letzten Mal auf dem 257. Treffen verhindert waren. Ja, ich schreibe jetzt seit einiger Zeit, wir Glücklichen, wir leben im heilen Land. Mancher hat das bei YouTube auch schon bemängelt, weil die ja immer das in dieser komischen Steinwüste da unten meinen, dass das so ist, dass das das heile Land ist. Aber bei dem, was da abläuft, kann ich wohl das nicht bestätigen. Und dann kommt hinzu, ich bin im Moment in einer Gruppe von Leuten, die sich um die deutsche Mythologien kümmern. Und da sind die alten Namen der Götter, ne, wie Wotan oder Thor und so weiter, mal von Interesse. Und deswegen schreibe ich hier auch, ich bin gesund, Wotan, danke. Ah. Ne? Dieser Monotheismus, der da aus dem aus der Rom da, ne, so vertrieben wird, der muss ja nicht unbedingt richtig sein. Ja, nur so als Idee. Nicht? Wir sind ja auch von denen besiedelt worden, beglückseligt worden, ne? Römische Legion und so weiter. Nicht? Aber die sind auch durchaus an den einen oder anderen Stellen geschlagen worden. Ja, also in der Geschichte sollte man das auch mal berücksichtigen. Bei aller Liebe zu Luther, der die Bibel ja übersetzt hat, damit auch Normalsterbliche das mal überhaupt verstehen können. Ne? Ja. Ja gut, aber das nur so nebenbei. Ja, dann die üblichen Hinweise. Nicht, wir sind alle Deutsches Reich. Nicht, das beste Urteil zu dem Thema ist das vom 31. Juli 1973. Ups, da droht ja demnächst 40. Geburtstag. Habe ich richtig gerechnet? Ja, ne? 31. Juli 1973. Ne? Nicht, das Deutsche Reich existiert fort. Ja. Wie kommen Bundesverfassungsrichter dazu, so was Nazihaftes zu sagen, das Deutsche Reich existiert fort, ja, es ist doch interessant, nicht? Ja, ich bin ja schon mal angeklagt worden, angezeigt worden von einem Landgerichtsrichter, dass ich das sagen würde, ne, das Deutsche Reich existiert fort. Der kannte die eigene höchstrichterliche Rechtsprechung nicht. Ja, so sieht das aus. Die meisten Juristen, die machen das ja nur so zum Spaß. Ne? Wie mir mal einer erzählt hat, nicht, da gibt es in San Juan Amtsrichter, der macht die Amtsrichterstelle nur zum Spaß. Im Hauptberuf ist er Drogenhändler.
So, nur so als Idee. Nicht? Also, Portokasse verdient man beim Amtsgericht nicht und für den richtigen Luxusleben macht man dann Dings. Der weiß ja Bescheid, wo die Polizei steht. Der kann sich beim Staatsanwalt wahrscheinlich beim Golfspiel rausreden und so weiter und so fort. Sie wissen sich den Bescheid. Ja, gut. Jetzt zur Nachlese von dem Vortrag von Herrn Sauer. Hier bitte auf Seite 2. Ja, da muss ich dann doch mal, das ist etwas verkleinert dargestellt. Entschuldigen Sie bitte. Da ist nämlich zuerst auch wieder ein Bundesverfassungsgerichtsurteil. Und zwar mit der sagenhaften Nummer 2 BVR 1565 eingereicht, wo es die Klage gewesen sein, 97, deswegen die 97. Und dort ist eine Entscheidung ergangen, und zwar am 17. März 1999, also beim Bundesverfassungsgericht Karlsruhe, in der Sache des Herrn S. S steht hier für Scheik Kolokowski, falls Sie es noch nicht wussten. Er hat Rechtsanwälte hier in der Budapester Straße in Berlin beauftragt. Die Richter beim Bundesverfassungsgericht, die werden den einen oder anderen auch noch was sagen. Dort ist die Präsidentin Limbach dran beteiligt gewesen. Für mich? Und der Richter Winter, den kennt man wohl weniger, beziehungsweise Herr Hassemar. Der war dann auch, beide, Limbach und Hassemar waren wohl hintereinander Präsidenten des Verfassungsgerichts. So, und was ist da beschlossen worden? Und zwar unter Gründe gleich 1, ich lese einfach mal vor, dort steht, die Verfassungsbeschwerde betrifft die Frage der Strafbarkeit von Embargo-Verstößen durch DDR-Bürger gemäß Artikel Römisch 8 Militärregierungsgesetz Nummer 53. Und der Herr Schalkolowkowski war vorher beim Landgericht Berlin am 31. Januar 1996 wegen des Militärstrafgesetz Nummer 52 verurteilt worden. Und danach beim Bundesgerichtshof am 9. Juli 1957 bestätigt. Wiederhole, ein Herr Schalkowski, Devisenbeschaffer in der DDR, ist 1956 und 1957 verurteilt worden wegen des Militärstrafgesetzes Nummer 53. Und dieses Nummer 53, das ist hier unten kurz abgebildet, ich zeige Ihnen das kurz, ja. Da sehen Sie da drüber das Datum 25. April 1946. Dann kommt erst die allgemeine Genehmigung Nummer 6 und darunter das Gesetz Nummer 53 zum Thema Devisenbewirtschaftung. In englischen Law Nummer 53, Foreign Exchange Control. Und da ist genau beschrieben, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist durch Militärgesetzgebung der Alliierten in Deutschland. Und das Interessante ist, dass diese Militärgesetzgebung nicht nur für BRD gegolten hat, und zwar zu jedem Zeitpunkt, im Prinzip noch bis heute, wenn Sie die Urteile hier richtig deuten, 1997 und Bundesverfassungsgericht 99, sondern Sie haben auch selbstverständlich in der ehemaligen DDR gegolten. Ach, was für ein Wunder! Den Gebiet von 1937. Ihr hattet die Amerikaner auch am Arsch. Das ist doch interessant, ja? Nicht nur wir, sondern alle hatten sie, ne? Ja. So, und das ist jetzt der Beweis, das ist eines der Beweise, die Herr Sauer vorgelegt hat in seinem Vortrag. Wenn Herr Schatzschneider behauptet, dass also mit der friedensvertraglichen Regelung 2+4 1990, er selber sagt, wir haben keinen Friedensvertrag, aber so eine Art friedensvertragliche Regelung, seien wir souverän geworden. Wie ist dann 6 Jahre später es möglich, dass Schalkolowkowski verurteilt wird nach Militärgesetz? Fantastisch. Ist schwierig, nicht? Also da noch den Bezug herzustellen. Das ist eines der interessanteren Hinweise, die Herr Sauer gegeben hat. Er hat noch viele andere gegeben. Für die dabei waren, wissen ja Bescheid. Also wenn Sie jetzt bei jemandem sagen, ja, das gilt alles nicht mehr, oder man würde die 2+4 Sachen falsch interpretieren, die ganzen alliierten Vorbehalte oder so, die sich haben reinschreiben lassen, das ist ein sozusagen nachprüfbarer Beweis, die gelten heute immer noch.
Wobei ich mal eine Frage habe. Was bitte. Hat denn der Scheidwolder-Kowski da verschoben? PCs nach Russland geschickt oder was? Das ist eine gute Frage. Da werden wir das nächste Mal drüber reden, weil ich jetzt nur diesen Ausschnitt von diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil habe und noch nicht dazu gekommen bin, mir das gesamte Urteil zu holen und da mal nachzulesen, was ihm da im Einzelnen vorgeworfen ist. Aber das ist das 258. Treffen. Man ahnt schon, das 259. wird folgen. Und wir machen eben durch, ne, bis spätestens, ja. Ne, Sie wissen Bescheid, ja. Gut. Bis Tag X gekommen ist, ja. Nach dem Autor Sternhoff wird das ja im Jahre 2016 spätestens sein. Aber wenn die Amerikaner dieses Jahr noch abschmieren, wo ja bei gute Chancen stehen, dann kann es auch jederzeit passieren, ne, dass die eingreifen müssen, weil dann ein paar nervöse Finger an irgendwelchen Kontrollstellen rote Knöpfe drücken müssen. Ja. Nicht? Also, und die müssen wir dann davon abhalten oder mindestens einfrieren. Ne? Da kommt dann die Frieskanone. Der Reichsdeutschen, zum Beispiel, ja. Eine der möglichen. So, damit ist das Thema im Moment erstmal beendet. Wie gesagt, das wird fortgesetzt werden beim nächsten Treffen, wenn dann auch die Videos, das Video, die Aufzeichnung vom Treffen da liegt. Jetzt verweise ich auf einen Teilnehmer, der auf dem 257. Treffen uns ein paar seiner Recht und Wahrheit mitgebracht hat, nicht der Meinolf Schönborn. Und der macht auch regelmäßig Lesertreffen. Und hier auf der Titelseite steht auch drin, das Schlachten hat begonnen, made in BAD. Und innen drin ist dann auch der passende Artikel dazu, den ich Ihnen gerne vorlesen möchte. Sie können aber auch mitlesen. Hier auf Seite 3 bis Seite 4 habe ich ihn versucht, mal auf zwei Seiten zusammenzufassen. Entschuldigen Sie die kleine Schrift, aber geht gerade noch so. Ne? Also lesen wir mal vor. Ich habe ein bisschen gekürzt. Am Anfang, da lässt er sich ein bisschen über Charles Darwins These von Survival of the Fittest auf, bedeutet das Überleben der Angepassten, aber nichts passt sich in der Evolution irgendwas an, sondern durch die Umstände wird man angepasst. Entschuldigung bitte. Hier Schmidt. Ja, wieder mal Bäuerchen gemacht. Ja, wunderbar. Ich muss mich verabschieden. Tschüss. Ja, eine etwas unreife Person hat mich gerade getrollt. So, warum erzähle ich das? Das war nämlich auch jeden Tag. Warum erzähle ich das? Nicht also hier mit Darwin, weil es sich bei der letztmaligen Tötung eines jungen Deutschen namens Daniel S., ich glaube, das ist der Daniel Siefert, ja, von Türken in Kirchweihe im Grunde um einen beispielhaften evolutionären Vorgang handelt. Ach so, ich darf noch was sagen. Der Autor dieses sagenhaften Artikels ist der Krimi-Autor Akif Pirinci. Oh, Freddy Day. Akif Pirinci, der ist irgendwo, ich glaube, in Istanbul geboren und ist mit 10,5 Jahren nach Deutschland gekommen, ist auch vollen Herzens Türke, nur er schreibt mal was über seine Landsmänner. Ja. So, und deswegen ist der Artikel so wahnsinnig interessant, weil den würde ja keiner beachten, wenn das ein Deutscher, ein echter Deutscher geschrieben hätte. Aber wenn das ein bekannter türkisch-deutscher Krimi-Autor schreibt, der sonst immer eigentlich von den Medien bisher hochgelobt worden ist, dann sieht das mal etwas anders aus. Okay. Also kommen wir nochmal zurück. Beispielhaft evolutionären Vorgang handelt, nämlich um den schleichenden Genozid an einer bestimmten Gruppe von jungen Männern. Dabei ist nicht einmal die Tötung selbst von Interesse, so grausam, dass ich auch anhören mag, sondern das Biotop, in dem der Genozid stattfindet. Ja, schön geschrieben. Ja. Also Genozid ist Völkermord. Ne? So. Und noch mehr dessen Folge. Die Tat reiht sich ein in eine Serie von immer mehr und immer kürzeren Abständen erfolgenden Bestialitäten, die zumeist von jungen Männern muslimischen Glaubens an deutschen Männern begangen werden. Klammer auf, es befinden sich unter den Opfern nie Frauen. Die werden in der Regel vergewaltigt, was auch banal evolutionär zu erklären ist, aber dazu später. Natürlich haben die Täter nur rudimentäre bis überhaupt keine Ahnung vom Islam, zum Glück. Aber das Wenige, was sie beigebracht bekommen haben, vom Hörensagen kennen oder erahnen, reicht aus, um sich als, Zitat, the masters of the universe, also die Meister des Universums, zu fühlen.
wenigstens zu fühlen. Ja. Die Theorie von einfühlsamen deutschen Soziologen, wonach diese bestialischen Jugendlichen sich in Wahrheit als Versager und Opfer der Gesellschaft vorkämen und ihr Blutrausch ein verzweifelter Aufschrei sei, ist natürlich eine von der Migrantenindustrie, schwachsinnigen Politikern und geisteskranken linken Medienleuten bestellte Lüge, die, obwohl niemand daran glaubt, nicht einmal sie selbst, dazu dienen soll, sozusagen das öffentliche Branding des armen, lieben Ausländers in das Hirn der Allgemeinheit zu penetrieren. Ja. Seine Wortwahl ist fantastisch, kann ich nur sagen. Also ich kann ihm nur einen hohen Lob ausschreiben. Ein Ausländer nach meinem Geschmack. Danke, ja, ein anständiger Ausländer. Im Gegenteil, nicht einmal ein Milliardär mit dem Aussehen eines Ryan Gosling. Ryan Gosling ist ein Hollywood-Schauspieler. Ryan Gosling hat so viel Selbstbewusstsein wie ein Türke oder Araber, der einen Deutschen am Bordstein das Hirn aus dem Schädel tritt. Na, das ist doch herrlich, nicht? Unsere Kulturbereicherer. Das Muster ist immer gleich. Eine Gruppe oder die herbeitelefonierte Kumpelschar umstellt das Opfer nach der Jagdstrategie von Wölfen, wobei die Delta- und Beta-Tiere stets außen herumlaufen und für das einschüchternde Jagdgeheul sorgen und das Alpha-Tier nach und nach von der Beute Stücke abzubeißen beginnt, bis am Ende alle über sie herfallen und hinrichten. Die Zahl solcherlei weise ermordeten Deutschen wird von offiziellen Stellen bewusst geheim gehalten. Es ist aber wohl nicht übertrieben, wenn man taxiert, dass es sich um die Opferzahl eines veritablen Bürgerkrieges handelt. Jetzt kommen wir aber zu der evolutionären Komponente, beziehungsweise dazu, in welch einer auch für die Täter unvorhersehbar günstigen Gemengenlage das alles stattfindet. Große Rolle spielen dabei die Medien. Es geht einem deutschen Journalisten am Arsch vorbei, so die Sprache des lieben Türken hier, ob ein junger Landsmann von ihm auf offener Straße totgeprügelt wird. Im Gegenteil, da ihm von Kindergarten an der Hass auf die eigene Volkszugehörigkeit antrainiert wurde, er sogar eine berufliche Existenz riskierte, falls er für so etwas Mitgefühl zeigte, freut er sich in einer Art Übersprungshandlung sogar darüber. Ups, jetzt habe ich ein Wort gesagt, das die jüngeren Leser gar nicht mehr kennen, weil dessen Benutzung zur öffentlichen Ächtung führen könnte. Und das voll Nazi ist. Landsmann. In dem Wort, das an Nazität nur noch von Landsmannschaft übertroffen wird, stecken gleich zwei total faschistoide Wörter drin. Zunächst Land, was es eigentlich so nicht geben darf, wenn man die Sache mit den offenen Grenzen und jeder ist ein Ausländer ernst nimmt. Staat vielleicht, ja, Staat ist immer gut oder meinetwegen Staatsgebiet, aber Land? So richtig faschistoid wird es aber erst mit dem Zusatzwort Mann, so wir doch inzwischen durch die Genderforschung gelernt haben, dass der Mann nur ein gesellschaftliches Konstrukt ist und als es ihn noch gegeben hat, er nur gewalttätig, frauendiskriminierend, sexistisch, halt so ein Nazi war. Vielleicht haben Türken und Araber Landsmänner, aber wir hier in auf deutschem Staatsgebiet kennen so etwas nicht. Und infolgedessen haben wir auch kein Mitgefühl für unseren Landsmann. Wie gesagt, das ist der türkische Krimi-Buchautor Akif Pirinci. Krimi-Buchautor, ne? So, kein Mitgefühl. Der hat das Buch Feliday geschrieben. Zum Beispiel, ja. Achso, hier geht es jetzt noch weiter. Niemand hätte von der fiischen Ermordung von Darien Siefert medial erfahren, wenn nicht durch eine Unachtsamkeit einer lokalen Ausgabe der Bild-Zeitung darüber berichtet worden wäre und die Nachricht sich wie ein Lauffeuer durch das Internet verbreitet hätte. Überrollt von der Empörungswelle saßen die links gestrickten Medien nun in der Zwickmühle. Wie bringt man das Kunststück fertig, den Leuten zu erklären, dass schon wieder ein unschuldiger Deutscher von deutsch hassenden
Menschen mit Migrationshintergrund totgeschlagen wurde und suggeriert gleichzeitig genau das Gegenteil. Ein klassischer Fall von Doppeldenk. Vielleicht macht man es so, wie der Bundespräsident Gauck in seiner Weihnachtsrede, Zitat, Sorge bereitet uns auch die Gewalt in U-Bahnhöfen und auf den Straßen, wo Menschen auch deshalb angegriffen werden, weil sie schwarze Haare und eine dunkle Haut haben. Also einfach frech lügen. Ne? Gauck-Prinzip. Ja. Es musste doch verdammt nochmal möglich sein, das Ganze mit irgendwelchen Nazis in Verbindung zu bringen, sodass später an den Köpfen der Leser und Zuschauer in diesem Zusammenhang nur noch Bilder von Glatzköpfen, Gewaltrobotern hängen bleiben. Da kam ihnen der SPD-Bürgermeister des Ortes zu Hilfe, also Kirchweihe war das, in dem der Mord geschah. Dieses Prachtexemplar von einem moralisch verkommenen Subjekt und ein selten gefühlloser Apparatschik hatte nichts Eiligeres zu tun, als auf der Stelle eine Sondersitzung des Präventivrates und des Runden Tisches gegen Rechts und für Integration, Zitat Ende, anzusetzen und spontane öffentliche Trauerbekundungen zu verbieten, nachdem die Mainstream-Medien in die Geschichte eingestiegen waren. Das vordringlichste Ziel war es nun, dass bei den Trauerbekundungen und beim Begräbnis bloß keine Rechten anwesend sein sollten. Insbesondere jedoch bestand das Ziel daran, dass die öffentliche Wahrnehmung zu diesem halluzinierten Rechten, er nennt hier das extra halluzinierten Rechten, gelenkt und der deutschfeindliche, also wirklich rassistische Hintergrund des Mordes aus dem Blickfeld verbannt werde. Ja. Nicht, denn das ist ja, das ist auch komisch, dass also ausgerechnet der Rassismus gegen Deutsche, der wird nie irgendwie verfolgt, nicht? Das gehört irgendwie zum guten. Das sind jährlich, kann ich ja sagen, 1000 Deutsche, die ermordet werden. Wenn das mal reicht. Durch kriminelle Ausländer. Ja, danke nochmal, jetzt nicht. Wieso ist das so? Also ich zitiere immer noch den türkisch-deutschen Krimi-Autor Akif Pirinci. Wieso ist das so? Wenn in der Türkei 4 oder 5 Deutsche aus türkenfeindlichen Motiven erschlagen hätten, wenn aus türkenfeindlichen Motiven einen Türken erschlagen hätten, wären sie innerhalb von 10 Minuten von herbeigeeilten Passanten an ihren Eiern an den nächsten Straßenlaternen aufgehängt worden. So, aufgehängt worden. Wenn sie das überlebt hätten, wären sie in der anschließenden Nacht im Knast von Landsmännern des getöteten Türken in die ewigen Nachtgründe befördert hätten. Und wenn sie auch das, wenn auch das nicht gelungen wäre, hätte sie eine Art hohe Haftstrafe bekommen, wie hierzulande nur noch bei Steuerbetrug der Fall ist. Ja, man braucht keine Glaskugel, um zu prophezeien. Man kann doch das Ding ganz ausmachen. Ja, machen wir jetzt auch. Jetzt machen wir ganz stumm. So, los. Ja, der will mich penetrieren. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, da muss er schon persönlich erscheinen. Ja. Sonst geht das nicht. Ne? Sonst bleibt das eine Fantasie von in seinem Kopf. Virtueller Sex. Ja. Also, Getöteten. Haftstrafe bekommen jetzt einen monströsen Kampf. Man braucht keine Glaskugel, um zu prophezeien, wie die deutsche Justiz mit diesen monströsen Totschläger verfahren wird. Nach ermüdenden. Sie wurden als Kind zu wenig gestreichelt, bla bla, wird man einen Haupttäter auserkoren, um die Empörung der Öffentlichkeit auf einen Einzelnen zu fokussieren und scheißegal, wie viele Jahre dieser auch aufgebrummt bekommt, spätestens nach 2 Jahren wird er aus dem Knast mit Internetanschluss. Gib doch einfach her, ich geh gerne ran. Nee, wir machen das jetzt anders. Du musst das ein verkommenes Subjekt sein, wenn er nichts Besseres zu tun hat, als irgendein Mann, der gerade was vorliegt, von einem Türken geschrieben auf den Keks geht. So, also bla bla, wird mein Haupttäter zu fokussieren und scheißegal, wie viele Jahre dieser auch aufgebrummt bekommt, spätestens nach 2 Jahren wird er aus dem Knast mit Internetanschluss und Flachbildschirm ausspazieren. Denn dann haben alle die Sache längst vergessen. Die restlichen bekommen ganz, ganz drakonische Bewährungsstrafen, weil sie nicht 50 Mal, sondern nur 15 Mal auf den Kopf des Opfers getreten haben. Außerdem ist so ein Knastaufenthalt für die Integration ja wohl kaum förderlich. Nochmal, wieso ist das so?
Zunächst einmal ist der sogenannte Migrant in den letzten 30 Jahren durch eine beispiellose und pathologische Umkehr, das Wort fand ich fantastisch, pathologische Umkehr der Werte im öffentlichen Diskurs, und jetzt kommt das noch bessere Wort, das Objekt der Vergottung geworden. Der Migrant ist die Gottheit in Deutschland. Ne? So, ab das jetzt, ja. Er ist ganz im gegenständlichen Sinne mehr wert als der Einheimische. Selbst seine archaische und menschenverachtenden Sitten und seine beschissene Religion, wie gesagt, das ist ein Türke, der nennt deren Religion beschissen. Ja? Also, das sagen andere Türken bei mir auch ins Wunderbar, wir haben was begriffen. Und seine beschissene Religion sind sakrosant, wobei man ja sagen kann, jede Religion hat so seinen Wert in sich, aber das ist dann bitte in der Wüste. Ja, klar. Denn die Türken, alle Islamisten und Moslems, die hier sind, um das mal kurz und klar zu sagen, die sind im Land der Ungläubigen. Und von uns so viel anzunehmen, da würde ihnen in ihrem Land, oder dann, wenn sie dann, die denken, die kommen ins Paradies, ich denke, Allah würde ihnen die Hand abhaken. Nicht nur die Hand. Nee, da musst du den Islam kennen. Ja. Da musst du dich damit beschäftigt haben, dass gerade das aus Sicht der echten Islamisten richtig geil ist, weil hier sozusagen kommen sie an, aber die sind zu doof. Das wäre ein längerer Vortrag, kann ich später halten. Ja, aber müssen wir vertagen. Zu doof. Ich erzähl's nachher. Okay, okay, ja. Nachher. Also mit anderen Worten, diese Region ist aber für die Wüste geschrieben und hier ist nicht Wüste. Das stimmt. Also, dann sollen sie auch da bleiben oder dahin gehen, wo sie hingehören. So, also er schreibt ja hier, seine beschissene Region und sind sankrosant und blind zu akzeptieren, genau. Vor allem aber ist der Migrant ist der Fetisch einer kleinen, aber in den Medien, in der Bildung und in der gesellschaftlichen anerkannten Geisteshaltung einflussreichsten Partei, nämlich der Grünen. Ja? Also der Migrant ist der Fetisch der Grünen. So. Der Migrant, namentlich der muslimische Migrant, ist per se unentbehrlich, unschuldig, unberührbar und überhaupt eine Bereicherung. Einfach so. Ja, außer er heißt Snowden, ne? Also wir sind ja das Asylland für alle, nur nicht für Herrn Snowden. Ja? So, einfach so. Ne? Selbst wenn ein türkischer oder arabischer Migrant es selber nicht so sieht, findet er entweder kein öffentliches Gehör oder wird mit der Nazi-Keule zum Schweigen gebracht. Es ist, also auch diese Perversion ist natürlich nicht normal. Ja. Ja, weder die Nazi-Keule noch das bei ihm angewendet wird. Es ist eine hippiehafte, alle Menschen wären Brüder-Ideologie, die inzwischen zum Wahn ausgeartet ist. Also, ja, gut, alle Menschen wären Brüder, ist eine wunderschöne Sache. Nur jemand, der meinen Bruder ermordet, der kann nicht mein Bruder sein, der ist nur Mörder. Wieso eigentlich Wahn? Das können wir auch schon als Religion bezeichnen. Nee, aber das ist nicht wirklich das Ziel dieser Geschichte. Das ist bla bla nach vorne. Bitte, bla bla. Es geht hier noch weiter. Der zweite Grund dafür, weshalb allmählich die Einheimischen mehr oder weniger ungestraft umgebracht werden dürfen, liegt an den Deutschen selbst. Hallo, jetzt wird's interessant. Sie sind mittlerweile zu einem Haufen von Duckmäusern pervertiert. Ja, dafür steht unsere Gruppe wohl nicht. Die unter der linksgrünen Gesinnungsdiktatur in völliger Furcht um ihr gesellschaftliches Ansehen, inzwischen auch um ihre Existenz, nichts mehr politisch Unkorrektes zu sagen waren. Schon gar nicht würden sie dafür demonstrieren. Denn wie wir derzeit den Medien entnehmen, wird eher ein Salafist zum Polizisten als ein Deutscher, der sich zum Patriotismus bekennt. Naja, zudem haben die Deutschen ihr Leben und die Verantwortung dafür zur Gänze dem Staat anvertraut. Der Nachbarsjunge ist von Ausländern erschlagen worden. Ach ja, schade um ihn. Da soll sich aber der Staat drum kümmern. Was habe ich damit zu tun? Nachher denkt man, ich bin ausländerfeindlich. So weit geht der Selbsthass und die moralische Degeneration bezüglich der Landsmänner, dass gestandene CDU-Politiker die Ärsche von irgendwelchen dahergelaufenen Imanen lecken, um sie flehentlich darum zu bitten, mitten im Ort eine Moschee zu errichten, in denen Frauen einen getrennten Eingang benutzen müssen. So weit geht die Selbstverleumdung der eigenen Heimat und der Zugehörigkeit dazu, dass sogar tirolische Bands, die ihre Heimat super finden und der musikalisch Huldigen unter öffentlichem Druck von Preisverleihungen ausgeschlossen werden. Soweit reicht diese Geisteskrankheit,
das Antifa-Bannen in Manier von der SS-Horn, na, die Stelle fand ich nicht so gut, aber okay. Jede Art von Gegenmeinung mit Zustimmung von Volksparteien niederschlagen und Existenzen vernichten dürfen. Also Antifa-Bannen mit der SS zu vergleichen, finde ich ja, also allerliebst, aber nicht schön. Ja. Was ist das alles mit, was hat das alles mit Evolution zu tun, werden Sie sich jetzt fragen. Ganz einfach. Dabei geht es um Verbesserung, und jetzt bitte aufpassen, der Fortpflanzungschancen. Ja, sehr schön. Biotope. Diese werden am einfachsten erreicht, Biotope eben, ne? Ja, indem man Gruppen bildet und andere Gruppen, die dem Ziel entgegenstehen, der Vernichtung anheimgibt. Mhm. Wie gesagt, dies geschieht nicht willentlich, man tut es einfach und wartet ab. Normalerweise leistet die Gegengruppe erbitterten Widerstand oder bietet einen Kompromiss an, womit alle leben könnten. Aber es kommt selbst in der Evolution wirklich sehr selten vor, dass sie sich selbst so ficken lässt und dafür auch noch den Schwanz des Vergewaltigers küsst. Und schon gar nicht leckt man den Schwanz von demjenigen, der den eigenen Sohn gemordet hat. Ja, wie gesagt, das ist der deutsch-türke oder türkisch-deutsche Krimi-Autor Akif Pirinci, den ich hier vorlese. Das sind nicht meine Worte, ich lese es nur vor. Dafür muss man wohl eine ganz spezielle Art der Meise besitzen und gehört in die Anstalt. Apropos Ficken. Die deutschen Frauen werden, wie eingangs erwähnt, nicht umgebracht, sondern zumeist vergewaltigt. Ja. Die meisten Vergewaltiger sind in Europa inzwischen Moslems. Das evolutionäre Modell verlangt es, dass die Frauen eben am Leben bleiben müssen. Egal, ob dadurch Nachwuchs gezeugt wird oder nicht. Die Evolution ist nun einmal ein blindes, blödes Programm oder extrem effektiv. Oder man könnte auch sagen, die Evolution ist einfach, ne? Ja, einfach gestrickt. So. Es ist übrigens so schön, dass ich da mal kurz unterbreche. Es ist nicht nur so, dass die meisten Vergewaltiger Moslems sind. Es ist sogar so inzwischen, dass alle anderen Vergewaltigungsgruppen schon fast diskriminieren, schon fast im Vergleich dazu nicht mehr in der Statistik auftauchen. Also ich meine, wobei da geht es jetzt um die berühmte Überfallvergewaltigung. Ja. Aber ich schätze mal, auch bei der häuslichen Vergewaltigung würden die Moslems uns doch eine gewaltige Schwanzlänge voraus sein. Sicherheit. Ja, was allerdings auch wieder ein Zeichen ist, dass möglicherweise was anderes bevorsteht. Okay, aber jetzt noch zum letzten Abschnitt. Ja. Also die Evolution ist eben effektiv. So, wie wird die Zukunft aussehen? Diese sich steigende deutsche Totschlägerei wird medial sukzessive an ihrer Brisanz verlieren, so sehr, dass nur noch die allerschlimmsten Fälle in der Gewichtung von schweren Autounfällen Erwähnung finden werden. Es wird zum Alltag dazu gehören, man wird sich daran gewöhnen. Zum Teil ist es ja heute schon so. Genau. Und man wird sich damit abfinden müssen, dass man allmählich übernommen wird. Vor allem wird es ratsam sein, keine Söhne mehr zu haben. Wie gesagt, die Töchter werden es wenigstens überleben. 25. März 2013. Und das ist seine Webseite, wo er das geschrieben hat, achgut.com ist angegeben und in dieser Zeitschrift ist dieses auch abgedruckt und auch eine Antwort an Radio Bremen. Die Radio Bremen haben natürlich wieder so einen super Typen beauftragt, da gegen seinen Artikel Gegenstellungnahme zu machen und das ist auch in diesem Recht und Wahrheit mit drin, aber kann man natürlich auch im Internet finden. Der Hintergrund ist nochmal kurz zur Information, auf dieser Webseite hier Messerattacke wordpress.com erwähnt. Daniel Siefert, 25, Beruf Lackierer, wird vor einem Bus getreten und bleibt bewusstlos liegen. Obwohl bewusstlos treten Türken weiter auf ihn ein. Bild schreibt, dass es mehrere Kopftreter waren, wie im Fall von Johnny Carr in Berlin. Daniel Siefert stirbt bei der Attacke und wird vom Notarzt reanimiert. Ein Tritt gegen die Wirbelsäule soll die Todesursache gewesen sein. Ja, türkisches Kopftreterrudel tötet Daniel. Genau, Siefert. Kannst du noch was hinzufügen? Ja, bitte. Ich wollte nur mal erwähnen, dass die. War mich vielleicht dabei filmen? Ging das? Dann lass mich noch eine Sache zum Thema kurz vorlesen, dann bin ich durch und dann können wir allgemein diskutieren. Alles passt wunderbar zu diesem Thema. Ja, wunderbar. Ja, wir bleiben ja bei dem Thema. Also, das ist heute das Thema, also das andere war ja durch. So, und gleich im Anschluss
weil es ja hier um Staatenrecht ging und Asylrecht und wie werden wir uns noch vor dem Abschlachten retten können und dergleichen, was auch noch im Juli passiert ist. Und zwar, Europa holt Morales vom Himmel. Ja, damit ist die Multikultur am Ende. Hab ich mal mir so ausgedacht, ne? Ja, wenn die einen Präsident eines Staates vom Himmel holen, dann ist die Multikultur wirklich verhindert. Also die Multikultur ist am Ende. Die erste, wer den Staatspräsidenten von Bolivien, seine Exzellenz Herrn Evo Morales, am Flug in der Präsidentenmaschine hindert, was Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal und Italien am 2. Juli 2013 getan haben, der wird sich in Zukunft ganz schwer tun, von Menschen in Europa die Vermischung mit Ausländern aus aller Welt, zum Beispiel mit Menschen aus Asien und aus Schwarzafrika, zu befürworten, zu fördern und zu erwarten. Ja. Oh. Wenn europäische Länder sich derartig menschenverachtend gegen einen Indianer aus Südamerika verhalten, Evo Morales ist Indianer, und Präsident Morales ist wohl der Inbegriff eines Ausländers von außerhalb Europas, dann haben die Politiker dieser Kleingeiststaaten jedes Recht auf Glaubwürdigkeiten in Sachen Multikultur verloren. Die Multikultur ist am Ende. Peng, das war's. Weiter. Und beim Staatenrecht sieht es kaum besser aus. Vor allem England und Frankreich und selbst Russland hängen noch immer an der Hauptkriegspartei des Zweiten Weltkrieges, den USA. Wie kann es sein, dass in der heutigen hochgelobten Informations- und Datenautobahngesellschaft sich die Vereinigten Staaten von Amerika derartig daneben oder neben dem Menschenrecht und der PR benehmen, wenn es um einen Schneemann namens Edward Snowden, einem ehemaligen Mitarbeiter vom NSA, da steckt da irgendwie NS drin, ne, handelt. Ja, genau. Der nur das bestätigt, was sowieso viele aufmerksame Menschen längst aus Hollywood-Filmen wie Der Dialog mit Gene Hackman oder Der Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith oder durch WikiLeaks von Julian Assange wissen. In einem Rechtsstaat hat jeder da doch ein Recht auf Akteneinsicht, vor allem in die eigene Akte. Oder viele fragen sich, geht es da um weit mehr? Also bei dem Snowden. Die Multikultur ist am Ende die zweite. Und statt dem, ich sag es mal, den Völkernmann Edward Snowden Asyl zu gewähren, wo gerade die BRD für alle Verfolgten der Welt ein Himmelreich auf Erden ist, kneift der Bundesaußenminister Herr Guido Westerwelle im bildlichen Sinne den Schwanz ein. Die BRD verweigert dem PRISM-Aufklärer Edward Snowden Asyl, was bedeutet, der Bundesinnenminister Herr Hans-Peter Friedrich handelt auf Weisung von Herrn Barack Hussein Obama, dem Oberkommandierenden nach den Zweiter Weltkrieg Schärfgesetzen, die hatten wir ja gerade, ich hatte das ja erwähnt, mit dem Schalk-Kolokowski-Urteil, der USA. Das heißt, das Asylrecht ist abgeschafft. Zumindest für Herrn Snowden, nicht? Also so. Und wenn es in einem Fall abgeschafft ist, dann muss man daraus mutmaßen, in allen anderen dann ja auch. Ne? Asylrecht, Freiheit, ja. Wer Bomben auf Libyen schmeißen lässt und den Mord an Präsident Muammar al-Gaddafi zu verantworten hat, der darf zwar vor dem Brandenburger Tor reden, Herr Obama hat da ja geredet, ne? Spricht er aber über Frieden, Freiheit, Souveränität, ha! Dann sind seine Worte hohl, dann sind seine Worte Lügen. Und den in sechs Kriegen verwickelten US-Amerikanern bescheinigt BMI, also Bundesminister des Inneren Friedrich, in Anführungszeichen, wörtliches Zitat, ein Rechtsstaat zu sein, nur um das Asyl ablehnen zu können. Ganz ehrlich, Herr Friedrich, selten so gelacht. Die USA und die US-Armee, ein Rechtsstaat? Sie sollten als Clown im Zirkus Sarrazani auftreten. Die Multikultur ist ein zweites Mal am Ende. Die Multikultur ist am Ende die dritte. Während Europa sich längst in Sachen Asyl und Multikultur größtmöglich blamiert hat, bieten drei weniger reiche Länder in Übersee Asyl an. Venezuela, Nicaragua, Bolivien. Verdächtig stumm ist die Opposition. Na? Wo sind denn die Menschenrechtler von SPD, die Grünen, die Linken? Und wo sind die zwei Kirchen? Es gibt doch sowas wie Kirchenasyl, ne? Auch, die sind alle auf Tauchfahrt, ja? Die suchen jetzt die reichsdeutschen U-Boote irgendwo, ja? Sind alle auf Tauchfahrt, ne? Wo sind denn die Menschenrechtler, ja? Wo sind sie denn?
Ja, was ist aus Liberté, Egalité, Fraternité, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, dem Leitspruch der Französischen Revolution geworden? Ach ja, einige der Revolutionären waren hingerichtet worden. Aber 200 Villen von Baron de Rothschild in Paris waren trotz Revolution stehen geblieben. Widerrufen die Rothschilds jetzt die Revolution? Die Multikultur ist am Ende. Die dritte. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit erstmal. Ausgezeichnet. Ja. Übrigens, recht. Darf ich mal eine Bemerkung machen zu dem ersten Teil Multikultur am Ende? Ja. Der Satz, einem Rechter hat jeder doch ein Recht auf Akteneinsicht. Ja. Vor allem in die eigene Akte, solange sich es um eine Stasi-Akteneinsicht handelt. Ja, eigentlich auch in den anderen Verwaltungsakten. Aber davon wird den Bürgern meistens wenig oder gar nichts gesagt. Nein, da kriegt man ein Hausverbot, Peter. Oder wenn man es denn, wie er das mutig macht als Bürgerrechtler, dann erklärt auf einmal ein so... Jahr, ja, ja. Weil ich meine eigene Akte über das Sozialgeld haben wollte. Ja, dann kriegt man auf einmal, dann sagt die BRD, ich bin gar nicht für dich zuständig. Das ist eine Kapitulationserklärung, die musst du mal mitbringen, die Kapitulationserklärung der BRD. Weil wenn die dir sagen, du hast Hausverbot, weil du Akteneinsicht warst, ist das eine Kapitulationsurkunde der BRD. Er möchte aufgenommen werden. Kannst du Kamera? Er will noch was sagen. So, ja. Na, machen wir. Ich wollte noch hinzufügen für die... Lauter muss es lauter. Lauter, ja. Ja, ist das Mikrofon. Ja, reinsprechen. Da. Für die Politikerin Petra Pau, die Ende 2020...